20% deiner Tätigkeiten bringen dir 80% Erfolg. Damit hallo und herzlich willkommen zum Lars Krüger Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ein neuer spannender Gast. Ich habe heute die Martina Siegel zu Gast. Sie ist Business Coach für Frauen im mittleren Alter, sag ich mal. Für Frauen ab 45, um genau zu sein, um sie in die Sichtbarkeit zu bringen, um sie in Social Media zu unterstützen. Und was sie da genau macht und was das mit unserem Thema der Veränderung zu tun hat, das werden wir heute klären. Hallo und herzlich willkommen, Martina. Schön, dass du da bist. Ja, hallo lieber Lars und herzliches Dankeschön, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ich freue mich da wirklich total, weil ich habe gesehen, du bist ja sehr erfolgreich in deinem Business und es ist einfach immer wichtig, dass man sich connectet, sich gegenseitig kennenlernt und weiß, was macht jeder. Dann kann man sich ja weiterempfehlen und so weiter. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da bei dir im Podcast sein darf. Schön. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, ich sehe das auch so. Es ist auch wichtig, mal in andere Bereiche reinzuschauen. Gucken, wie machen die das? Wie nutzen die Tools in Veränderungssituationen, die man dann in sein eigenes Business, in seine eigenen Ideen wieder ja, adaptieren kann? Ja, Ich genau. habe dich ganz kurz vorgestellt. Magst du dich selber den Zuhörern nochmal vorstellen? Was machst du? Wer bist du? Ja, also mein Name ist Martina Siegel, hast du schon gesagt. Und für mich ist auch wichtig dieses Thema Veränderung. Die Menschen haben oft so Angst vor der Veränderung, aber die gehört zum Leben dazu. Das einzige Beständige oder die einzige Sicherheit im Leben ist die Veränderung. Und wenn du damit lernst, umzugehen, dann ist das Leben nur mehr Spaß und Lernen und Freude. Und deshalb schaue ich natürlich auch, wie machen das andere, was machen sie, was kann ich lernen. Und natürlich, wir dann uns ja gegenseitig beeinflussen. Und ich komme ja ursprünglich aus der Buchhaltung, also Bilanzbuchhalter, Lohnverrechner. Ich war dann 20 Jahre selbstständig mit einem Ladenlokal in der Stadt Salzburg. Ich komme aus der Stadt Salzburg. Wohne jetzt in Oberösterreich. Dann habe ich viele Veränderungen gehabt, natürlich auch durch die Kinder. Ich habe drei Kinder. Dann vor 25 Jahren habe ich die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht und bin laufend am Fortbilden, Verändern, Weiterentwickeln. Und Marketing gehört im ganzen Leben dazu. Also das fängt schon an beim Vorstellungsgespräch, wenn du dich wo vorstellst, ist das Marketing, wie präsentiere ich mich? Oder wenn man Sozialakquise, wenn man jemanden kennenlernen möchte, darf man sie auch gut ins Licht setzen. Und beruflich auch ständig die Veränderung, die Wirtschaft verändert sich auch ständig. Und weil das Marketing eben immer schon mein Hobby war, auch damals in der Selbstständigkeit mit dem Ladenlokal, hat es sich entwickelt, dass ich vor 8, 9 Jahren dann auch dieses Social Media Marketing mir aneignen durfte. Weil in Zukunft ohne Social Media Marketing kommt man einfach nicht rüber oder nicht, wird man nicht sichtbar. Und das braucht man sogar, wenn man Angestellter oder Beamter ist. Weil heute die großen Konzerne, bevor sie einen ins Bewerbungsgespräch einladen, schauen, was macht der so? Ja, die haben Und sich alles deshalb gehört gegoogelt. es einfach heute im Leben dazu. Genau, und so ist meine Veränderung. Ständig. Ich kann mich erinnern, ich war da boah, vielleicht 30 Jahre alt und da war gerade so der Umbruch. Wir waren ja selbstständig von das Digitale hat so begonnen. Die EDV ist gekommen, hat es ja vorher nicht so im Internet nicht so gegeben. Und dann ist das Zeichenprogramm gekommen, CorelDRAW. Und da hat sich die ganze Druckerbranche, die ganzen Satzstudios, das hat es ja nicht mehr gegeben. Also das war. Und dann habe ich da die ganzen Kurse gemacht. Da war ich voll up to date, habe für uns die Prospekte, damals hat man keine Newsletter gehabt, da hat man nur Postwurfsendungen gehabt, ja. Die habe ich dann selbst gestaltet und alles gemacht. Und was will ich sagen? Ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt bin ich mit Lernen fertig, ich bin up to date, ich brauche nie wieder was lernen und ich bin ja eh so cool. Und nach 5 Jahren habe ich gemerkt, wie weit ich hinten war.
Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich wieder von vorne beginnen. Ja. Und dann habe ich mir das angeeignet, es ist doch besser, wenn wir uns laufend weiterentwickeln und weiterlernen und erkennen, Leben ist Wachsen, Lernen, Veränderung. So, mein Sehr gut. Werdegang. Sehr schön zusammengefasst. Ja, genauso sieht's aus, ja. Ja. Also, wer sich so meinen Lebenslauf anschaut, da ist einfach auch mein Grundsatz zu erkennen, ja, dieses konstante Lernen und Wachsen, das zieht sich so durch. Und du sagst es, wenn man das nicht macht, dann läuft man wirklich Gefahr, auch abgehängt zu werden. Gerade wenn man irgendwie ein Business aufbaut, gerade wenn man irgendwie selbstständig was machen will. Aber wie du auch sagst, als Angestellter, das ist heutzutage Auch völlig als normal. Angestellter. Wenn du dir heute Leute anschaust, gerade in meiner Altersgruppe, wie viele Menschen, die möchten ein Business starten oder irgendwas machen und dann stehen sie vor solchen technischen Herausforderungen. Und das kann sich die Jugend heute ja gar nicht mehr vorstellen. Deshalb sage ich, ich übersetze digital, Deutsch, Deutsch, digital. Weil die Jugend kann sich das überhaupt nicht vorstellen, was Menschen, die analog aufgewachsen sind, so wie wir oder ich, du ja nicht, du bist ja viel jünger, aber in meiner Zeit, wir haben nur Analogie gekannt und auf einmal ist alles technisch und digital. Und da gibt es so eine Hemmschwelle, weil man glaubt, man macht was kaputt mit irgendeinem Klick auf dem Handy oder auf dem Computer. Und das können sich Jugendliche nicht mehr vorstellen. Und deshalb sind in meiner Teilnehmer von meinen Programmen wirklich 40, 45 plus ausschließlich. Genau, jetzt überlege ich gerade, ich habe wirklich, das ist meine Gruppe, weil ich die Leute verstehe und auf Deutsch und einfache Worte erklären kann und verstehe, wo der Haken ist und Ja. wo sie nicht weiterkommen. Und der Jugendliche sagt: Ja, Mama, brauchst du ja eh nur draufdrucken. Klickst du mal eben. Klick doch einfach. Ich mache ja auch Lehraufträge, ne, an der Hochschule, und meine Studenten, spätestens in der zweiten Vorlesung, haben die mich alle schon gegoogelt. Ne? Das Ja, ist genau. völlig Genau. normal. Ja, ganz Gucken, normal. wer ist das? Was macht er? Ja. Geben mal den Namen ein. Das ist das Das ist das, einfachste, Name bei ja. Google eingeben. Völlig normal. Ist so. Ist so. Und es war sogar, ich war ja dann im Direktvertrieb sehr viel. Ich habe 25 Jahre Erfahrung auch im Vertrieb, im Verkauf und eben gehört ja alles dazu zum Marketing. Und es war wirklich so, sogar während den Abenden, wie dann die jungen Leute da gesessen sind und ich habe irgendwas gesagt, die haben sofort googelt. Ja. Da habe ich sogar zugeschaut. Und wenn wir ehrlich sind, heute habe auch ich die Gewohnheit und sehr viel in meinem Alter, dass sie auch alles googeln. Also das macht halt nicht nur die Genau. Jugend. Es machen auch alle Altersgruppen. Ja, ich glaube, das schwappt auch so durch und irgendwie wird das so mitgetragen. Ja. Also selbst mein Vater, der jetzt 80 wird, der googelt, bevor der zum Arzt geht. Da hat er Klar. schon 20 Mal die Diagnose bei Google Ja. gelesen Ja. und der weiß, wie der Arzt bei, was weiß ich nicht, bewertet wurde und ob der gut ist. Sagt er, nee, zu Genau. dem gehst du mal nicht, der hat schlechte Bewertungen. Was weiß ich, ich muss zum Arzt. Ja, es ist so. Und was aber dann so witzig ist oder kurios, dass dann die Leute so, wenn sie sich selbstständig machen wollen, Angst haben vor der Sichtbarkeit und sich verstecken. Ja. Also irgendwie sagen sie, ist ja nicht so wichtig, ich kann ja so mit Mundpropaganda und so Marketing machen, sage ich, aber schau mal, schau dir deine eigene Gewohnheit an und so findet dich auch keiner. Du musst sichtbar werden. Das ist den Leuten oft gar nicht so klar, obwohl sie sich selber auch diese Gewohnheit haben, dass sie alles Ja. googeln. Ja. Wir haben vorhin im Vorgespräch festgestellt, wir haben einen gemeinsamen Mentor. Calvin Hollywood. Und der hat immer so spaßig, sagt er halt immer, die Leute haben halt Angst, irgendwie, wenn die Kamera angeht, dass sie nicht mehr gut aussehen oder irgendwas, Ja. ne? Halten das Handy hin und ne, da muss er ehrlich sagen, nur weil du das Handy, die Kamera anmachst, verändert sich ja dein Aussehen gerade nicht. Ja. Und im Aber ich Gegenzug, glaube, du das machst kommt dir ja halt. auch nicht Gedanken, wenn du jetzt einkaufen bist auf der Straße, wenn Ja. du da jemanden triffst, die Kassiererin oder irgendwas, Moment, ich kann mit ihnen nicht sprechen, meine Ja. Haare liegen gerade nicht. Ja, genau. Aber Diese ich glaube, Barriere,
Ich glaube, das ist, dass jeder Ja, so gerade, schön. wie gesagt, die Jungen haben das nicht mehr. Die Jungen sind da aufgewachsen damit. Ja. Aber so, wir haben da noch diese Bilder. Früher hat man ein Foto gemacht. Wann hat man ein Foto gemacht? Zur Hochzeit, zum Geburtstag, zum Als Nikolaus, zum Erinnerung, ne? oh, als Erinnerung zu irgendeinem Fest. Jetzt war das eine analoge Kamera. Entwickeln war sehr teuer. Und man hat sie auch vorher nicht gesehen, wie hast du auf dem Bild ausgeschaut. Und dann warst du halt gerade so mit geschlossenen Augen oder irgendwas, vielleicht hast du gerade die Augen gewischt, irgendwas. Und dann warst du auf dem Bild nicht gut abgelichtet. Und dann hat man gesagt, ich bin nicht fotogen. Aber heute, das habe ich von meinen Kindern gelernt. Ich weiß noch, ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich brauche ein paar Bilder. Gehen wir spazieren, machen wir Bilder. Und dann schießt die da 100, 150 Bilder und sagt, da werden schon zwei schöne dabei sein. Und dann Ja. waren zwei, drei schöne dabei, wo ich fotogen bin. Und heute ist es, also diese Art, die Technik hat sich verändert und heute kann man da, und nicht jeder ist fotogen, er muss das sich nur ins rechte Licht setzen. Ja, haben wir bei Calvin Hollywood ja gelernt, so einfache Tricks, unglaublich einfache Tricks. Ja. Was? Also ich werde mich nie, das werde ich nie vergessen bei dem Workshop, ich war da bei einem Workshop, das ist wirklich, ich weiß nicht mehr genau, 6, 7 Jahre her, keine Ahnung, vergesst die Zeit. Aber da waren wir drin, da hat er uns zwei, drei Tipps, wirklich zwei, drei Tipps und so und so und Licht und so. Und das war, hat er in den ersten 10 Minuten gesagt, sagt, und jetzt könnt ihr dir nach Hause gehen, weil das Wichtigste, die drei wichtigsten Dinge habt ihr jetzt gelernt. So einfach ist es und die Menschen haben so Angst davor. Ja. Und das versuche ich heute halt in meinen Workshops auch oder Programmen Das den Leuten zu zeigen, dass es einfach ist. ist auch so Dass ein man sich nicht Punkt. jeden den Kopf schwer Workshops, machen. Ja. Fortbildung, Weiterbildung, Webinare. Manchmal ist es nur ein Satz, nur ein Wort, der dich schon wieder nach vorne bringt. So ist es. Und So ist es. selbst Und auch, wenn ja. das Webinar oder was auch immer, keine Ahnung, 50 € gekostet hat, aber dieser eine Satz, der bringt dir so viel in deiner Umsetzung, in deiner Veränderung, in deinem Business, dass sich das locker rentiert. Es ist immer nur ein Satz. Ja. Und auch wenn es höherpreisig ist, also meine Seminare sind sehr, sehr hochpreisig, die ich da oft besuche. Und wenn du auch denkst, das hast du schon 100 Mal gehört, aber irgendein Satz und wegen diesem einen Satz bin ich auf dem Seminar. Und da muss ich dir vollkommen recht geben. Und wenn ich denke, ah, das habe ich schon gehört, das ist der größte Fehler. Weil in dem, wo ich sage, das habe ich schon gehört oder das weiß ich schon, Ende. bin ich nicht mehr offen für wirklich das Neue und für die Veränderung. Ja. Jetzt sind wir wieder bei der Veränderung. Sehr gut. Das, Ja, ja. schließt sich der Kreis. Wir sind immer schon die ganze Zeit in der Veränderung. Aber Ja. lass uns da noch mal reingehen. Du hattest so ein Stadtlokal, ja? Du sagtest, es war noch so ein bisschen die analoge Zeit. Ging dann ins Marketing rüber, so digital. Ja. Das ist ja schon auch eine Riesenveränderung. Ich will jetzt gar Voll. nicht technisch, kann man sich alles irgendwie beibringen, aber wie geht man das vom Mindset her um? Wie bist du damit umgegangen? Zu sagen, okay, irgendwo 1000 Flyer zu verteilen, das bringt es nicht mehr. Ja, Du hättest ja das weitermachen können, aber du hast ja. irgendwie Damals, gesagt, also wir haben wir verändern 2000, jetzt was. mit dem, das Lokal war dann 2000 weg und da war eigentlich dann der große Swift. Damals hat man noch kein Online-Marketing gemacht. Da gab es ja noch kein YouTube, da gab es noch kein Facebook, kein Instagram. Das war da noch nicht. Das ist erst gekommen, da war ich dann schon im direkt, also trotzdem war das Marketing in dem Ladenlokal auch, da war ich schon immer sehr, sehr vorne, muss ich sagen. Ich habe da gelesen, da war ich, boah, 25 Jahre, habe ich das Buch gelesen, Guerilla Marketing. Und der hat das so schön beschrieben, schau immer, was die Großen machen, weil der kleine Unternehmer, der kann sich ja keine Marketingabteilung leisten und der hat meistens nicht Marketing studiert. Und das ist das Schreckliche, das muss ich jetzt wirklich sagen, das Schreckliche, dass die kleinen Unternehmer, die Ein-Mann-Betriebe, wenn sie anfangen, die haben 80% oder 90% keine Ahnung vom Marketing und glauben, das ist nicht wichtig. Ja. Und dabei ist der Erfolg 90% vom Marketing abhängig.
Und deshalb haben wir ja, das habe ich ja früher schon beobachtet, die Handwerker zum Beispiel, das hat man immer gesagt, das war ein super cooler, guter Tischler. Warum ist der jetzt pleite? Weil Ja. der das Marketing nicht beherrscht hat. Und deshalb ist Marketing, man unterschätzt das total, alles im Leben, was du machst, ist Marketing. Aber die Großen, das war in dem Buch schon drinnen, die haben studiert, die haben Marketingabteilungen, die riesengroß sind. Und die wissen, warum sie was machen. Und du brauchst nicht wissen, warum du was machst. Mach's einfach nach, das ist richtig. Und du hast herunterskalieren auf deine Größe. Und so habe ich damals schon, das ist unvorstellbar, also wirklich, ich habe das zu Herzen mir genommen. Und ich habe damals, da gab es ja nicht einmal eine ordentliche Kopierer. Ach, das war die Zeit, wirklich. Und da habe ich mit dem Kopierer, das hat begonnen mit 600 Briefen, die habe ich durchkopiert und mit der Schreibmaschine habe ich dann noch hingeschrieben: sehr geehrter Herr, sehr geehrter Frau Müller, sehr geehrter Herr Krüger und so weiter. Das habe ich mit der Hand noch dazu geschrieben, weil es noch kein Programm gegeben hat, das das automatisiert gemacht hat auf die PCs. Das war die erste Generation PC, die wir damals gehabt haben, 1984. Und da habe ich mir das schon abgeschaut, gell, dass dieser. Und da bin ich immer so dran geblieben. Aber Internet gab es noch nicht. Und dann war ich ja 20 Jahre jetzt im Vertrieb und Verkauf. Und da brauchte ich das tatsächlich nicht, weil da haben wir nur so Homepartys gemacht. Und da ging es wirklich um Weiterempfehlung. Da war ich monatelang ausgebucht im Vorhinein. Und dann vor 8, 9 Jahren, da hat sich das verändert irgendwie, mein Business. Und dann habe ich auf einer Facebook-Werbungsanzeige, da kam eine Anzeige rein über E-Mail-Marketing. Und das hat bei mir sowas von Klick gemacht dann, weil ich ja das mit meinen Postwurfsendungen gewusst habe, wie uns das erfolgreich gemacht hat. Also wir haben Ja. den Brief weggeschickt und das Lokal war voll. Das habe ich so gewusst und habe gesagt, oh, das braucht jeder Unternehmer. Und für mich war das so neu, weil ich da gerade so nicht in der Marke. Und ich habe sofort eine Riesensumme nach Sofia, sofort eine Woche Ausbildung, ohne Vorahnung, was mir passiert, und sitze da eine Woche in Sofia, habe Dinge gehört, was ich noch nie gehört habe. Ich habe geglaubt, das ist so einfach wie ein Postwurf, halt nur digital. Und deshalb verstehe ich ja die Frauen, so 40, 45 plus, die nie was mit digital am Hut gehabt haben. Ich habe ein halbes Jahr gefühlt so einen Kopf gehabt, mit dem ganzen Wissen, und konnte es nicht sofort zuordnen und sortieren. Wenn das nicht so teuer gewesen wäre, das Seminar, dann hätte ich, glaube ich, aufgegeben. Manchmal muss was echt schmerzen, damit du da durchziehst. Und dann denke ich, ich kann jetzt nicht so viel Geld in den Sand setzen, nur weil ich mich damit nicht beschäftigen will, weil es so neu ist. Genau solche Teilnehmer habe ich bei mir im Workshop, die sagen, wenn ich das gewusst hätte. Aber ich habe dann durchgestiegen und jetzt bin ich heute da, wo ich bin, und werde immer mehr lernen, und ich bin ständig auf Fortbildung, Weiterbildung und Lernen, weil ich da wieder durchgestiegen bin. Also dieses ständig Lernen, das war eine Riesenveränderung, wo ich dann kapiert habe, wie wichtig digital jetzt ist, und es ist ein Segen, dass es so ist. Weil früher, wenn man sich selbstständig gemacht hat, da haben wir viel, viel, viel Geld in die Hand nehmen müssen fürs Ladenlokal, für die Mitarbeiter, für die Lagerware, für keine Ahnung was alles, fürs Marketing. Jedes Inserat hat viel gekostet. Und heute, wenn du in dein Wissen investierst, dann kannst du dir das aufbauen ohne Kosten für Marketing. Super. Das ist ja so ein Switch. Das ist ein Riesensegen für die ganze Generation, die jetzt da ist. Die können alle sichtbar werden mit ihrem Talent, mit ihren Fähigkeiten, wenn sie Marketing lernen, wie das heute digital funktioniert. Super. So ist es. Lass uns da nochmal oder lass uns da mal die Nuggets rausziehen. Ich habe jetzt hier drei wichtige Punkte gehört, in dem, was du gerade so erzählt hast. Guck mal, ob das so passt. Also das eine ist dieses wirklich konstante Lernen und Wachsen, dranbleiben, ja, sich da nicht abhängen lassen und schon irgendwie immer, egal, auch wenn es immer nur ein bisschen ist, aber immer kontinuierlich ein bisschen dranbleiben, dazulernen, weitermachen. Genau. Diese Kontinuität, also. Das
Das zweite, Erfolg ist was. ein Marathon. Erfolg ist ein Marathon. Ja. Das zweite, was ich gehört habe, ist eigentlich dieser Klassiker, dieses Lernen am Modell. Also gucken, was funktioniert bei anderen. Deswegen auch sowas, was wir jetzt gerade machen, guck in die anderen Bereiche. Sind wir, glaube ich, mit eingestiegen. Schau in die anderen Genau. Bereiche. Was machen die? Was funktioniert bei denen? Und versuch das für dich zu adaptieren. Ja? Ganz wichtig, dass du jetzt nicht kopierst, sondern für dich Nein. adaptierst, wie du es sagst. Genau. Perfekt. Ja, sehr gut, dass du so sagst. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, Nicht Persönlichkeit kopieren. ist heute im Zeichen der KI noch wichtiger, als es jemals war, damit man die auch unterscheidet und erkennt, wer bist du, damit man die nicht durch einen Computer ersetzen kann. Und diese KI, wo du es gerade hast, bevor wir zum dritten kommen, fällt mir nämlich gerade ein, vielleicht für alle Zuhörer auch wichtig, nicht einfach ChatGPT fragen und blind reinkopieren. Weil auch da wird Instagram und Co., ja, wird es demnächst, ist es pflichtig, das zu benennen. Ja, Facebook hat das angekündigt, also Meta hat es angekündigt, es werden Beiträge sortiert nach. Ne, die überprüfen das, können das ja feststellen Ich habe das Gefühl, das machen die schon und lange. werden es halt auch entsprechend kennzeichnen, dass das ein Ist das, KI-Beitrag ist. ja. Es gibt ja Software, die das schon lange erkennt, ob das nur reinkopiert ist. Und ich bin Genau. überzeugt, die machen das schon. Ja, Ja, weil das ist ja so. einfach auch Quatsch. Aber als Inspirationsquelle super. Super. Also manchmal für die Recherche ist es super, wenn ich wenig Zeit habe, dann gebe ich natürlich Sachen ein und denke, ah, genau über das Thema könnte ich was machen oder der Satz, dann nehme ich schon mal einen Satz raus, weil er mir gefällt, aber Genau. nicht den ganzen Text. Nö, aber dann erklärst du es in deinen Worten und machst deine Dann Idee. in meinen Worten und ich glaube, das Perfekt. spüren die Leute auch, ob das KI-generierter Text ist, der ist viel zu allgemein, viel zu bla bla, als wenn er so frech und direkt dich anspricht. Ja, ich denke auch. Ja. Punkt 3, den ich notiert habe, das, was funktioniert, einfach mehr davon machen, beziehungsweise das fortführen. Auch, und jetzt kommt dieser Einschub, auch wenn sich ringsherum was verändert. Weil die Ja, doch habe ich. Technik, zum Beispiel die Technik etc. Also das war so, was ich gerade gehört habe. Du hast verstanden, diese Flyer-Einwurf im Briefkasten, das hat funktioniert. Ja. Heute ist es ja das Gleiche, nur Genau. digitale E-Mail. So Es ist ist es. kein. Und deswegen versuch das, was funktioniert hat, und mach es wieder. Beziehungsweise nutze die Fähigkeiten, die schon da sind. Genau. Und das ist ja so, was man manchmal übersieht, bei der ganzen Technik, die Technik hat sich weiterentwickelt und das ist klar. Aber eines ist immer gleich geblieben und das ist der Mensch. Der Mensch mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen, mit seinen Bedürfnissen ist gleich. Die Technik hat sich verändert. Und das ist so, ah cool, habe ich auch am Seminar gehört, seitdem versuche ich das anzuwenden. Erfolg ist eben diese Veränderung. Ohne die Veränderung geht es nicht. Weil du Menschen auf einen anderen Weg erreichen musst heute als vor 40 Jahren. Aber dass du schaust, die 80-20-Regel kennt jeder. Pareto-Prinzip, dass du und 20% deiner Tätigkeiten bringen dir 80% Erfolg. Und dass du mit dem Pareto-Prinzip ein bisschen spielst, dass du immer diese 20%, die gerade nicht funktioniert haben, wegtust und dafür 20% Platz machst für Testen, für Versuchen und schauen, was funktioniert jetzt. Ja. Also nicht das ganze Konzept über den Haufen werfen, sondern immer nur einen Teil und schauen, was ist heute gefragt. Und das kannst du diese 20%, die nicht mehr funktionieren, weggeben, weil die bringen die eh nicht weiter, aber mit 20% versuchen. Du Da musst musst also du nicht immer bei null alles. anfangen, sondern kannst da weiter tun und verändern. Das ist auch bei mir halt immer so, ne? Thema Veränderung. Muss ich jetzt alles komplett über den Haufen werfen? Nein, musst du nicht. Nimm dir einen Teil. Ne? Ich sage immer, das ist dieses Mobile-Prinzip. Wenn du einen Teil im Mobile veränderst, bewegt sich ja alles. Dann Ja, kommt genau. alles in Bewegung. Ja.
Das habe ich mir für meinen letzten Workshop, habe ich mir tatsächlich ein Mobile gekauft, um das zu Genau. zeigen, bildlich. Super. Ja, Ich bin klasse. immer für sichtbar machen auch von diesen Dingen, weil das Digitale, das war ja das Schwierige damals, wie ich da in dem Workshop war, wo ich da so viel Neues gelernt habe. Früher hast du halt alles angreifen können. Ja, das ist Zucker, das kann ich angreifen. Aber Bits und Bytes kann ich nicht angreifen. Und da lerne ich jetzt Dinge, die sind alle nur, das muss ich mir vorstellen können. Und das ist die Schwierige, wenn wer in das Digitale einsteigt, dass die Sachen sind, die hört er und kann sich es gerade nicht vorstellen. Die Jugend tut sie leicht, wie gesagt, die wächst mit dem auf. Aber das ist das Thema in unserem Alter. Dass da Ja. jetzt sind, die kann ich mir nicht vorstellen. Was ist ein Provider? Außerdem, was ist ein Anmeldeformular? Ja, das war für mich damals das große Thema zum Beispiel. Ich bin von dem Seminar nach Hause gekommen, wollte mir meine E-Mail-Kampagne nachbauen und dann bin ich an dem Wort Anmeldeformular schon gescheitert. Ich wollte einfach nur den Button, wo man seinen Namen einträgt, wissen. Und ich habe nicht gecheckt, dass das Anmeldeformular heißt, obwohl es ein deutsches Wort ist. Und da ist ja gut, dass genau du, wie hast du es so schön gesagt, digital Deutsch, Deutsch digital. Genau, und das zeige ich mir. Und das habe ich, genau das habe ich also mit meinen Teilnehmern gerade gestern wieder. Wir haben jeden Donnerstag ein Zoom-Meeting mit der Community, wo sie Fragen stellen können. Dann habe ich ihnen einiges erklärt. Und am nächsten Tag haben sie gesagt, du, wie probieren wir das? Wir probieren das gerade. Wie war das nochmal? Und dann, bevor ich das lang theoretisch erkläre, mache ich schnell ein kleines Video, schicke ihnen das in die Gruppe rein und dann, ah, danke, danke. Super. Weil bevor ich da jetzt lang Worte versuche und sie können sich das eh nicht vorstellen, dann mache ich schnell ein kleines Video und dann kommen sie mit. Und das ist das, wo ich, weil, und warum? Weil ich verstehe, was sie nicht verstehen, weil es mir genau so gegangen ist, weil ich das aus eigener Erfahrung weiß. Und die sagen alles Gleiche. Wenn ich meine Kinder frage, die sagen nur, ja, mache da, klick, klick, klick und geht doch schon. Und dann haben sie es wieder nicht verstanden, weil es so schnell ging. Das ist, glaube ich, sehr, auch sehr wertvoll, dass du eigene Erfahrungen weitabringen kann, weitergeben. Ja. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß, wenn ich dann sehe, wie sie die alle entwickeln. Das Ja. ist so cool. Die haben vor ein paar Wochen noch nicht einmal gewusst, wie man einen Instagram-Account erstellt und halt machen es coole Postings. Letztens habe ich eine gefragt, machst du wirklich selber oder hast du jetzt jemanden, der dich unterstützt? Weil die so gut geworden sind. Schön. Ja, genau. Das macht dann Spaß, gell, wenn man die Entwicklung sieht, wenn die Leute sich weiterentwickeln wollen. Ja, genau. Martina, wer sich jetzt angesprochen fühlt, was ist dein Einfallstor? Wie kommt man zu dir, wenn man sagt, okay, den Ja. Podcast habe ich jetzt gesehen, vielleicht auf YouTube und Ja. na, ich brauche da Genau. vielleicht doch nochmal Unterstützung. Also ich habe drei Dinge. Oder. Ich habe jetzt, das habe ich mal eine neue Gewohnheit. Man muss ja immer wieder neue Gewohnheiten, immer wieder weiterentwickeln. Bei mir gibt es ab jetzt jeden Sonntag um 19 Uhr ein komplett kostenfreies, gratis Zoominar, also ein Workshop, der heißt Raus aus dem Versteck, rein in die Sichtbarkeit. Sehr Da gut. kann man sie auf meinem überall bei den Postings oder bei Instagram im Link kann man sie da anmelden oder einfach unter dem Beitrag hinschreiben, bin dabei oder Sichtbarkeit, dann kriegt es den Link dazu. Oder es gibt dann diese 30-Tage-Challenge, das war ganz lustig, die hat sich vor 2 oder 1,5 Jahren entwickelt. Da habe ich jeden Tag gibt es da ein Video zu Technik, zu Programm finden und so weiter. Also wirklich Schritt für Schritt Anleitung, wie man Business aufbaut. Und dann bin ich während dem Produzieren schon draufgekommen, mit 30 Tagen läuft da nichts, weil da überfordere ich alle. Und da gibt es dann jetzt eben dafür gibt es diesen wöchentlichen Zoom-Call am Donnerstag, wo du ein Leben lang dabei lang drei teilnehmen kannst. Momentan ist noch so, das wird sich jetzt in Kürze verändern. Das geht dann zumindest 3 Monate, wo das bei der 30-Tage-Challenge, die geht dann 90 Tage, wo man seine Fragen stellen kann, wo du Unterstützung bekommst. Oder es gibt natürlich das 1-zu-1-Coaching, aber du findest das Pass auf, alles. wir verlinken das alles ringsherum. Ja, Dann super. kann man dich Genau. finden. Ja, genau. Ich habe zum Abschluss noch drei Fragen. Ja, gerne.
Und zwar, gibt es ein Buch, was du empfehlen könntest? Oder Ah, eins, was du wenn. vielleicht, egal wie, auch zuletzt gelesen hast, wo du sagst, das ist toll. Ich kann da sagen, was ich jetzt zuletzt lese. Also bei mir, ich habe so viele Bücher gelesen, die sind unglaublich. Und ich lese jetzt gerade, jetzt muss ich schauen, das liegt mir, ah, das habe ich da jetzt nicht rüber. Warte, ich hole es her, weil das darf ich es herholen. Muss Ja, ich es herholen? gerne. Weil es war nicht vorbereitet auf deine Frage. Nee, das sind genau das sind die drei Fragen, die Aber eigentlich. ich weiß nicht, wie viele tausend Bücher ich gelesen habe. Ich lese Das wirklich sind jeden genau die Tag bis. letzten drei Fragen, die eigentlich jeder Gast bekommt. Ja, genau. Das Tor der Ursachen und das ist von Oliver Brünner. Okay. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Der ist jetzt aktuell auf YouTube, weil er mal bei Greta gesprochen hat. Da bin ich auf ihn aufmerksam worden. Der ist unglaublich. Ich sage es euch, schaut euch den an und lest das Buch, weil da steht drinnen. Also, das ist für mich, was mich jetzt bereichert, sagen wir so, in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist jetzt nicht Okay, Technik, sehr gut. Marketing, ist Persönlichkeitsentwicklung. Bereich Genau, aktuell Persönlichkeitsentwicklung. lese ich den. Genau. Frage 2. Wenn, ich glaube, das ist recht eindeutig geworden in dem Gespräch, aber kriegt jeder. Wenn du jetzt nochmal bei Null starten müsstest, Ja. welchen Fehler würdest du nicht mehr machen? Wow. Den weiß ich aus dem Stegreif. Weil den habe ich 60 Jahre falsch gemacht. Ich habe immer geglaubt, ich muss alles alleine schaffen und habe mich nicht mit Menschen connected. Wow. Ich war so der harte Kämpfer, der Alleinkämpfer, der Einzelkämpfer. Der größte Fehler war, dass ich nicht, wie man früher hat man das, war das so Vitamin B oder so und ist so verächtlich gesagt worden und das war da so ein Glaubenssatz in mir. Ich darf niemanden fragen, ich muss alles alleine erreichen. Heute sage ich, schließt euch zusammen, dass euch gegenseitig unterstützen und stärken und motivieren, inspirieren und vorwärts bringen. Also heute würde ich sagen, Super. bildet eine Clique. Ja. Klasse. Letzte Frage, beziehungsweise vervollständige bitte den Satz. Für die Welt von morgen brauchen wir Macher. Macher, Macher. Umsetzer. Sehr gut. Ja, schön. Genau. Martina, vielen Dank, dass du da warst. Danke Ich an. danke dir, lieber Lars, für die Einladung. Also es war jetzt total sehr nett bei dir, habe mich sehr wohl gefühlt und ja, und ich freue mich, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere was mitnehmen konnte. Danke fürs Zuhören, danke fürs Reinschalten. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.